Schon zum 16. Mal fand vom 27. bis zum 29. Mai 2016 das Hafenfest in Münster statt. Trotz der Erfahrung ist es immer noch eine große organisatorische Herausforderung für die Vorstände des Hafenfestes. Das Resultat? Erfolgreich. Über 40 Bands und Kleinkünstler, Familienprogramm und etliche Angebote auf dem Wasser wie Stand-Up-Paddle oder eine Fahrt mit einem der beiden Fahrgastschiffe waren unter anderem geboten. Der Hafen hat sich ja im Laufe der Jahre verändert sich immer noch jedes Jahr. Dieses Jahr ganz schwierig für uns. Wir haben wieder jede Menge Baustellen, die natürlich nicht so schön kommen, mit denen wir klarkommen müssen. Die Locations haben sich verändert. Früher stand die Hauptbühne gar nicht auf dem Hafenplatz, sondern auf einer leeren Brachfläche, wo jetzt natürlich im Laufe der Jahre gebaut worden ist. Das Gelände, wo wir jetzt sitzen und das Interview geben, das ist die Strohmannfläche, wo demnächst das umstrittene E-Center gebaut werden soll. Das ist wahrscheinlich auch das letzte Mal, dass wir hier stehen können. Also der Hafen ist im Wandel und dementsprechend ist das Hafenfest auch immer im Wandel. Bis zu 70.000 Besucher werden von dem Veranstalter erwartet. Die steigenden Besucherzahlen hängen auch mit der Veränderung des Hafens zusammen. Münster steht nicht still. Über die 16 Jahre hat sich einiges entwickelt. Doch was halten die Besucher von der Entwicklung? Das ist ja ganz toll hier mit dem Hafen, was da gemacht worden ist, muss ich schon sagen. Einmal dieses Hafenbecken, dass man hier flanieren kann. Die Gastronomie ist gut, so, das passt schon zusammen. Ne? Es schaut so aus, als würde sich was entwickeln hier. Ja? Das schaut gut aus. Und die Sonne kommt auch raus. Wir kommen ja aus der Nähe von Köln. Wir kennen ja auch den Rheinauhafen. Ist natürlich im Moment, denke ich mal, noch nicht vergleichbar, ne, mit dem Standard, den wir kennen. Aber wir denken, haben gerade uns darüber unterhalten, dass das sicherlich irgendwann genauso schön ist hier. Diese Entwicklung bringt Vor- und Nachteile für das Hafenfest. Auf der einen Seite fallen Plätze weg, da auf dem Strohmanngelände das umstrittene E-Center gebaut werden soll, auf dem zurzeit Bühnen und Orgazelte stehen. Zum anderen zieht Ende des Jahres das Gefahrengutlager auf der Südseite des Hafens weg, weshalb bislang die andere Hafenseite nicht bespielt werden dürfte. Die nächste Herausforderung stellt also demnach die Suche nach neuen Plätzen. Der Blick geht in Richtung Südseite, da mal gucken. Die Hafenkäserei haben wir ganz guten Draht zu, wenn wir das Gelände bespielen könnten. Abwarten. Auch die Besucher warten ab und freuen sich schon auf das nächste Hafenfest.